So, einen wunderschönen guten Abend hier. Wo sind wir eigentlich? Eine Stunde entfernt? Eine Stunde entfernt, ja. Ja, knapp 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze. Und ich darf ganz herzlich Adrian begrüßen. Servus, Du Hallöchen. bist, genau, du bist ja schon eine ganze Zeit hier und du hilfst, ich weiß nicht, wie vielen Menschen du schon geholfen hast, rauszukommen, aber eine ganze Reihe. Einige, ja. Also alleine heute waren es 15, ja, drei Familien, Ja. drei Frauen, der Rest Kinder. Ja. Und es gibt ja tatsächlich in Deutschland eine ganze Menge Leute, die sagen, da gibt es gar keinen Krieg, das ist Ja, alles nur Fake News, ganz oder? genau, ja. Was sagst du dazu? Also ich habe Nachrichten bekommen, mich haben Leute gefragt, hier, sag mal, du bist vor Ort, was ist da, was spielt sich da ab, da ist doch gar kein Krieg. Also wir haben gehört, da ist kein Krieg, das wird alles von den Medien so dargestellt, ja. Habe ich zu den Leuten gesagt, dann kommt mal hier rein, fahrt mit mir 100 Kilometer rein und dann seht ihr, ob Krieg ist oder nicht. Ja. Also müssen die noch nicht mal. Kommt an die Grenze und dann seht ihr, was da abgeht und dann seht ihr, dass hier definitiv, es sind keine Fake News, was im Fernsehen gezeigt wird, ja. Du hast ja heute erzählt, dass du einige Bitten auch bekommen hast, mal bis nach Kiew zu fahren, um dort die Ja, Frauenkonvois genau. rauszufahren, aber das ist gar nicht mehr möglich, weil die Brücken, Infrastruktur. genau, die Infrastruktur lässt nicht zu. Die haben die Brücken gesprengt, damit auch keiner die Stadt so schnell einnehmen kann, damit die nicht reinkommen. Es sind Checkpoints von Soldaten unterwegs, die kontrollieren dich, weil auch die Leute aus Belarus Soldaten inzwischen in der Ukraine sind, die auch die Ukrainer bekämpfen möchten. Und ja, dementsprechend kommst du da gar nicht mehr rein. Also es gibt Mittel und Wege, wie du reinkommst, aber die offiziellen Straßenbrücken sind gesprengt, damit da keiner rein kann, ja. Ja, ist eigentlich krass, weil offiziell die ganzen Medien in Deutschland, die sagen ja, so Weißrussland ist noch nicht da Ja, und jetzt gibt es nein, hier die nein. Stimmen, dass die inoffiziell schon da sind, ja. Also es wird auch teilweise gesagt, wir sind hier an der polnischen Grenze. In den Medien wird auch nichts erwähnt. Die Ukrainer selbst sagen zu uns, passt auf, wenn ihr reinfahrt. Wir haben schon gehört, dass russische Soldaten auch schon hier in der Nähe sind, irgendwo, ja. Also Wahrscheinlich schon irgendwelche wahrscheinlich schon hier in der Nähe. Speer Wir oder was auch immer. waren gestern, haben wir Medikamente übergeben. Und da unsere Kontaktperson in der Ukraine konnte nicht rauskommen, 20 Minuten vorher hat sie angerufen, hat gesagt, wir haben hier Fliegeralarm, wir müssen alle im Bunker rein. Und das ist hier 20 Kilometer von der Grenze entfernt gewesen, auch ja, Ist von ja gleich um daher. die Ecke. Ja. Jetzt ist ja so, ich habe ja eine ganze Menge Geschäftspartner, Freunde, die nicht beim Bund waren. Also du warst ja beim Bund, hast auch gedient Länger her, und ja schon. dein Kamerad auch. Also ihr seid Ganz ja genau. beide da ausgebildet, trainiert und habt jetzt da trotz eurer Berufe die Zeit genommen, hier herzukommen, zu Richtig, helfen. ja. Was würdest du denn denen sagen, was die Leute hier brauchen? Also weil ich glaube, Klamotten liegen ja teilweise auf der Straße rum, habe ich Ganz gehört. genau, ja. Was brauchen die Also es denn? ist tatsächlich so, dass in Deutschland gibt es auch viele Annahmestellen, bei uns, wir sind aus Frankfurt, in Kelkheim und so weiter und so fort, die Klamotten annehmen. Angenommen haben, die nehmen gar nichts mehr an, weil die Lager überfüllt sind, weil die gar keine Räumlichkeiten mehr haben für Klamotten. Alle Leute bringen Klamotten. Und hier vor Ort ist es auch nicht mehr, wird es nicht mehr benötigt. Die Leute gehen raus, die haben ihr Hab und Gut dabei, zwei, drei Koffer, die können gar nicht so viel mitschleppen. Krass, ja. Klamotten werden auch teilweise auf die Seite geschmissen, auch auf der ukrainischen Seite hinter der Grenze sieht man, dass da ganz viele Säcke mit Klamotten liegen, ja, die gar nicht mitgenommen werden. Was wichtig ist, was die brauchen, sind Medikamente, Verbandszeug. Wenn jemand sich das auch leisten kann oder dafür investieren möchte, Helme, militärische Ausrüstung, Powerbanks für die da drüben, damit die auch erreichbar sind. Solche Sachen, Batterien, Taschenlampen. Das ist, ich habe eine Liste, sind ganz viele Sachen drauf, aber wie gesagt, keine Klamotten mehr. Die können wir ja unterhalb des Videos mal Können wir linken, machen, ja, verlinken, kannst du mir klar. halt schicken als Ja. PDF. Da hast du ja selbst auch erlebt, dass man noch ein bisschen aufpassen soll, wenn man jetzt rüberfährt in die Ukraine, dort zu helfen. Man sollte also seinen Plattenträger nicht unbedingt zeigen und andere Es ist Ausrüstungsgegenstände. halt, es kann sein natürlich, dass du russische Soldaten triffst, das ist nicht passiert, aber auch die ukrainischen Soldaten, auch Zöllner, ja, wenn die sehen, du hast irgendwelche militärische Ausrüstung, wollen sie die dir abnehmen, ja, die wollen die haben, die fragen dich, du bringst Medizin rüber, Medikamente, Babynahrung, das sind auch so Sachen, Babynahrung, Babyartikel, Windeln, das brauchen die auch, das allererste, was die sehen, ist militärische Ausrüstung, wollen die dir direkt abnehmen, ja. Krass. Und wenn du jetzt sagst, von der Hilfe, was die am wichtigsten brauchen, haben wir ja gehört, dass sie tatsächlich hier auch viele Fahrzeuge und Fahrer auch brauchen. Also man sagt ja auf der einen Seite, die Deutsche Bahn, das ist so in den Medien gerade bei uns unterwegs, die ermöglicht ja das kostenfreie Ja. Fahren. Reicht es aus oder brauchen die Nein, Hilfe? also es ist schon recht gut organisiert. Ja. Es fahren nach Lviv,
Ja, das ist eine Stadt 100 Kilometer von der Grenze entfernt. Fahren polnische Reisebusse rein, ganz viele allgemeine Busse, Reisebusse, Stadtbusse, holen die Leute raus. Aber es stehen immer noch viele Leute rum. Es gibt ganz viele Leute, also wir haben auch Kontaktpersonen, es gibt ganz viele Leute, die anrufen, auch aus Deutschland, sagen, meine Familie ist hier, meine Familie ist dort, könnt ihr die vielleicht mitnehmen. Ja. Immer noch Bedarf, wenn jemand hier rüberkommt, große Fahrzeuge, ein Fahrer, vielleicht zwei Personen, nicht mit drei, vier Leute kommen, weil je mehr Plätze man hat, desto mehr Leute kann man mitnehmen. Bedarf ist auf jeden Fall sehr groß, ja. Ja, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Fahrer, Leute, die Leute hier abholen können, mit nach Deutschland nehmen. Wie gesagt, große Transporter. Ja. Und du bist ja jetzt sozusagen freiwillig hier? Also freiwillig, du bist ja nicht in irgendeiner Organisation. Nein, oder gar so? Nicht. Auf eigene Kappe. Eigene Kappe. Gibt es denn da irgendwie Tipps, wo du sagst, die Leute, die noch jetzt da spenden wollen, weil sie körperlich oder zeitlich gar nicht die oder von den Fähigkeiten gar nicht, du hast ja die ganzen Kompetenzen, du hast das ja alles erlernt, erworben, du siehst auch fit aus, durchtrainiert, danke hast eine coole Ausrüstung. Danke dir. Ihr habt ein cooles Fahrzeug draußen. Ja. Was würdest du denen dann empfehlen, wo die hin investieren oder spenden könnten? Hast du da ein paar Tipps? Also ich sage es immer so, es gibt natürlich große Hilfsorganisationen. Da bekommt man im Endeffekt aber nicht mit, wo es hinkommt. Ja. Es gibt viele Leute wie wir, ich will jetzt nicht sagen, spendet an uns. Ja, aber wir sind, wir sind hier vor Ort, ich und mein bester Freund, wir kennen das ganze Leben lang. Wir haben das spontan entschieden, hier hinzufahren. Und private Leute, Facebook-Aufrufe, nur man muss halt immer schauen, wo es hingeht. Es gibt in Polen zum Beispiel, auf Facebook findet man Anrufe, Aufrufe teilweise von angeblichen Ärzten. Ja. Ist schon sehr viel schief gelaufen, wurden Gelder gespendet, die sind dann komplett irgendwie untergegangen. Also am liebsten wirklich überprüfen, am besten verifizieren, wer ist vor Ort, wer hilft. Und dahin spenden, die Leute, die wirklich hier vor Ort sind und die Sachen verteilen. Wir haben Kontaktpersonen in der Ukraine, die Krankenhäuser betreuen und so weiter und so fort. Wir wissen, die Medikamente, die ganzen Mittel kommen, werden auf Krankenhäuser verteilt. Nichts an Zöllner abgeben, Zöllner verkaufen die Sachen weiter, die geben die nicht weiter, die verkaufen die weiter. Ja. Also von daher wirklich nach Möglichkeit, wenn man eine Kontaktperson hat, an die Sachen abgeben. Ja. Nicht einfach an der Grenze an Zoll oder so. Ja. Wichtige Info. Ja, das bedeutet also, dass du ja die Connection hast, du kennst die Leute, du weißt, wo es hinkommt und du kannst dafür sicherstellen, dass dann auch die Hilfe dort ankommt, wo sie nicht wieder verkauft ganz genau, wird. Ganz genau. Ja, sondern also eine Kontaktperson ist eine Dame, die macht hier Management für die Krankenhäuser, ganz viele in der Ukraine. Die kommen mit Transportern an die Grenze, wir übergeben die Sachen, die holen die Sachen ab und fahren die und von da aus werden die verteilt an alle Krankenhäuser, Altersheime, Kinderheime und so weiter und so fort. Ja. Cool. Und wenn ich jetzt hier unter das Video so einen kleinen Link oder eine Kontoverbindung runtersetzen würde, kannst du gerne machen. Ja, cool. Kannst du gerne machen. Wie gesagt, wer möchte, ja, jeder soll ja selbst entscheiden, wohin er spendet, aber gerne. Wir sind hier seit Dienstag, wir bleiben hier mindestens bis Sonntag und am Morgen wird sich entscheiden, vielleicht bleiben wir noch eine Woche länger hier. Ja. Also wie gesagt, wir fahren eigentlich im Prinzip nur noch ins Land rein, holen Leute raus, fahren die entweder hier am Bahnhof, setzen die in Zug oder zu ihren Familien, die nach Deutschland mitnehmen. Und vom Zeitfenster würdest du sagen, das lohnt sich jetzt noch, da zu unterstützen? Oder würdest du sagen, das geht unterstützen? Jetzt nein, unterstützen auf jeden Fall. Ja. Lohnt es sich für die Leute, die hinkommen, zum Unterstützen, Leute rausholen, ist wieder eine andere Sache, ob es sich für die lohnt, ins Land reinzufahren, die Ukraine. Wenn man wieder raus möchte, je nach Tageszeit, kann es sein, dass man zwei Tage an der Grenze wartet, bis man wieder rauskommt. Deshalb lieber frühmorgens raus. Frühmorgens. Oder warten auf der polnischen Seite, die sollen rüberkommen, die dann da einsammeln. Ja, cool. Super, Adrian, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Offenheit. Wir werden es auf jeden Fall so machen, dass wir unter das Video einen Link setzen oder auch eine Möglichkeit, wo die Menschen investieren oder auch spenden können. Das schon mal vielen Dank. Gibt es von deiner Seite dann noch eine Botschaft, eine Info, wo du sagst, diejenigen, die noch zu Hause sitzen und hin und her gerissen sind zwischen den öffentlichen Medien und diesen Fake News, die es ja so gibt, ja, also, was du dir mitgeben möchtest? Das ist halt momentan so leider, vielleicht hat das auch was mit Covid zu tun, mit der Corona, dass es inzwischen mehr Verschwörungstheoretiker gibt als sonst, ist meine Meinung. Mich haben Leute gefragt, wie ist es da vor Ort? Ja. Weil wir haben gehört, da ist gar kein Krieg. In den Medien wird das gezeigt, hier gibt es keinen Krieg. Da sage ich, Leute, kommt hier hin, setzt euch bei uns ins Auto, wir fahren euch 100 Kilometer ins Land und dann seht ihr, ob da Krieg ist. Wir lassen euch raus, dann seht ihr, ob da Krieg ist. Ja. Hier ist tatsächlich Krieg, hier sind Frauen und Kinder,
aus der Ukraine rauskommen. Wirklich nur Frauen und Kinder, die Männer müssen kämpfen. Mhm. Drin, jeder Mann ist bewaffnet, Brücken sind gesprengt, da sieht es aus wie, also da ist Krieg. Es ist Krieg auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr helfen wollt, helft. Alles kommt hier hin, ein, zwei Leute, großer Transporter, holt die Leute hier raus. Alles klar. Du, Adrian, ich spreche dir an der Stelle mal Respekt aus, dass ihr schon vor uns hier wart, dass ihr schon viel geholfen habt und auch hier bleiben werdet. Und meine Appell an dieser Stelle auch, also wenn ihr helfen wollt, direkt persönlich, gerne so, wie gerade Adrians gesagt hat, oder indirekt über den Link, was ihr unter dem Video findet. Wir sind ja in Kontakt, ob du das machst, ob wir, es ist, was ich noch dazu sagen muss, wir haben eine sehr, sehr hohe, sehr starke Solidarität wahrgenommen in den letzten Tagen. Mhm. Wir haben mit meinen besten Freunden Aufruf über Facebook und WhatsApp gemacht. Ja. Und es haben sich so viele Leute gemeldet, da haben die Nummer weitergegeben. Es haben sich fremde Leute gemeldet. Es kommen jeden Tag Leute, die wollen helfen. Die schicken Spenden, die schicken Transporter. Also es ist wirklich, die Arbeit man Hand in Hand. Wir werden täglich angerufen, könnt ihr die Familie rausholen und so weiter. Also es läuft schon sehr, sehr krass. Wir haben wirklich so viel Zuspruch und positive, ja.